Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike. Sachsen befindet sich im Superwahljahr. Am 9. Juni sind Europa- und Kommunalwahlen. Der große Showdown ist dann am 1. September mit der Landtagswahl. Dass insbesondere diese Wahl große Brisanz hat, hängt auch damit zusammen, worüber wir heute hier bei Thema in Sachsen sprechen werden. Damit willkommen im Podcast. Mein Name ist Fabian Deike und diesmal geht es um politische Umfragen. Was bringen sie? Warum werden davon so viele gemacht? Und wie verlässlich sind insbesondere die Umfragen, die sächsische.de und die Sächsische Zeitung regelmäßig mit dem Meinungsforschungsunternehmen CIVE durchführen? Dazu spreche ich mit zwei Gästen. Einer steht hier im Studio im Haus der Presse in Dresden neben mir. Ich begrüße den Politikwissenschaftler und Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden, Hans Vorländer. Guten Tag. Guten Tag. Und per Videoanruf ist uns zugeschaltet der Gründer und Mitgeschäftsführer des Meinungsforschungsunternehmens CIVE. Guten Tag nach Berlin, Gerrit Richter. Hallo nach Dresden. Ja, wir veröffentlichen bei sächsische.de regelmäßig Umfragen mit CIVE, aber auch mit anderen Instituten. Jeden ersten Montag eines Monats kommt aber eine besondere CIVE-Umfrage, nämlich eine aktuelle Sonntagsfrage für Sachsen. Dabei bilden wir die Wahlabsichten der Menschen in Sachsen ab. Zuletzt, also vergangene Woche, Anfang März. Das Ergebnis, CDU und AfD liegen momentan exakt gleich auf bei 31%, gefolgt von Grünen mit 7% und SPD mit 6%. FDP und Linke sind unter 5% und andere Parteien würden 16% wählen. Das sind dann die neue Wagenknecht-Partei, Freie Wähler und so weiter. Herr Vorländer, in 6 Monaten ist Landtagswahl. Wie viel Aussagekraft steckt in so einer Umfrage ein halbes Jahr vor einer Wahl? Eine geringe. Es sind Stimmungen, die eingefangen werden durch solch eine Befragung. Sie können allenfalls einen gewissen Trend anzeigen, aber ob dieser Trend ein ganzes weiteres halbes Jahr gültig ist, sodass man daraus so etwas wie eine Prognose ableiten könnte, das ist nicht der Fall. Jetzt haben wir die Zahlen gerade gehört. Glauben Sie dennoch, dass sich diese aus dieser Momentaufnahme heraus betrachtend die Verhältnisse noch mal signifikant ändern werden, gerade was vielleicht auch die beiden Spitzenreiter angeht? Ja, jetzt müsste ich ja doch der Umfrage eine solche Seriosität und auch Beständigkeit zuweisen, wenn ich mich dazu verhielte. Aber auch diese wie andere Befragungen zeigen, dass im Augenblick der Trend der AfD eher zurückgeht und nicht in den Höhen bleibt, wie er zu Ende letzten Jahres oder ganz zu Beginn 2024 gewesen ist. Und man sieht auch, aber das wird aus dieser Umfrage nicht ganz so deutlich, dass BSW mal sehr hoch notiert und dann jetzt hier leider doch versteckt ist unter den sonstigen Parteien, was aber redlicher ist, weil das Auf und Ab, was man BSW bei den letzten Umfragen doch hat erkennen können, zeigt, dass man keine verlässliche Aussage, auch nicht durch Surveys oder Befragungen im Augenblick über den wirklichen Stand der Zustimmung von BSW wagen kann. BSW ist Bündnis Sahra Wagenknecht, das heißt die Abkürzung. Herr Richter, Sie beobachten mit Ihrem Team von CIVE seit grob 2018 Wahlen in allen Bundesländern. Was passiert Ihrer Erfahrung nach immer noch so auf der, ich nenne es mal, Zielgeraden? Also da ist auf jeden Fall, da kann viel Bewegung drin sein, kann aber muss nicht. Es ist genau, wie der Herr Vorländer gesagt hat, Umfragen messen eine aktuelle Stimmung, ein Stimmungsbild, jetzt eben Anfang März. Und im politischen Zeitmessdimensionen ist ein halbes Jahr eine Ewigkeit. Also wir haben das in der Vergangenheit schon gesehen und nicht nur wir seit 2018, beziehungsweise genauer gesagt seit 2016 begleiten wir ja schon die Deutschen mit Meinungsumfragen. Wir haben das in den letzten 100 Jahren, wenn man so will, seit Umfragen gemacht werden, dass da auch Parteien nochmal 20% hoch oder runter gehen können in 6 Monaten. Das ist zwar eine ungewöhnliche Schwankung, aber sowas ist drin. Herr Vorländer hat es ja auch schon gesagt, die AfD
stand auch schon mal höher. Ich glaube, wir hatten sie im Januar bei 37%, jetzt bei 31%. Das zeigt ja schon, wie viel Dynamik da drin ist innerhalb weniger Wochen. Ja, das ist das aktuelle Stimmungsbild. So oder so ähnlich würden die Sachsen abstimmen, wenn am Sonntag Wahl wäre. Aber 6 Monaten, da ist noch alles drin. Nun werden diese Umfragen ja aber gemacht. Was tun die politisch Handelnden mit diesen Werten? Wie werden Umfragen beispielsweise dann bewertet in der politischen Agenda bei einer CDU, bei einer AfD, die jetzt da gleich aufliegen? Ja, die gucken sich das an und sind interessiert am Trend. Wenn wir ganz kurz vor einer Wahl sind, wird natürlich versucht, das in der Kampagne noch zu berücksichtigen. Also wenn alle oder viele der führenden Meinungsforschungsinstitute in die gleiche Richtung zeigen, dann versucht man darauf zu reagieren und das gibt es ja. Deshalb, da bin ich etwas anderer Auffassung als Herr Richter. Wenn jetzt tatsächlich gewählt würde, dann würde so das Bild aussehen. Nein, das kann man so nicht sagen, denn wir wissen aus vielen Erfahrungen aus den letzten Jahren, dass sich in der letzten Woche vor einer Wahl enorm viel tut. Mhm. Und es haben ja auch schon Umfragen den falschen Sieger gezeigt und dann auf der Zielgeraden hat dann beispielsweise eben doch ein Spitzenkandidat es verstanden, seine eigene Partei wieder vor die AfD zu platzieren, obwohl vorher das anders ist. Das heißt, solche Trendanzeigen werden dann eben von Kampagnen aufgegriffen und man kann gezielt nochmal versuchen, dagegen zu steuern. Und es geht meistens dann, wenn man eben den Spitzenkandidaten oder die Spitzenkandidatin nochmal ganz nach vorne schiebt. Und dann kann man etwas wenden. Und das fängt eben eine solche Befragung nicht richtig ein. Das passiert ja auch erst viel später und eben nicht das halbe Jahr vorher, wo wir jetzt gerade sind. Es ist also eine Momentaufnahme, ein aktueller Trend. Dennoch ist dieser aktuelle Trend ja irgendwie interessant, gerade auch im Hinblick darauf, was Herr Richter vorhin sagte, dass eben Anfang Januar beispielsweise die AfD in Sachsen bei 37% lag. Jetzt sind 6 Prozentpunkte weniger. Woran liegt das, dass ist ja schon ein signifikanter Rückgang in der Wählergunst. Woran liegt das? Was sind die Indikatoren dafür? Sind das diese Proteste gegen rechts, die wir gesehen haben? Ist das das Resultat aus den Korrektivrecherchen? Was sind die Ursachen beispielsweise eben dafür? Ja, das muss ich ja wieder kritisch sagen. Das kann natürlich an der Befragung liegen. Und gerade bei Online-Befragungen weiß man ja gar nicht, wer wirklich abstimmt bei solchen Verfahren. Das ist das Erste. Das Zweite, und wir haben ja Fehlermargen auch in Befragungen, das muss man ja deutlich zum Ausdruck bringen. Das Zweite ist, dass es in Medien diskutiert wird. Medien haben großes Interesse daran, solche Befragungen auszuwerten und vielleicht große Schlagzeilen draus zu machen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist ja auch legitim, aber deshalb gibt es auch diese Medienpartnerschaften. Und das Dritte muss man dann eben suchen in Entwicklungen, die tatsächlich politisch auch zu beobachten sind. Und da wissen wir, dass jetzt aus allen Befragungen, die wir kennen aus den letzten Tagen und Wochen, dass anscheinend doch das Demonstrationsgeschehen etwas verändert hat nach den sogenannten Enthüllungen von Korrektivrecherche. Man kann eben jetzt wissen, was die AfD will. Und die Remigrationsthematik hat viele Leute sehr umgetrieben, manche auch erschrocken und andere anscheinend doch so heftig auch mobilisieren können, dass die Menschen auf die Straße gehen. Und das hat die AfD dann als Protestsammelpartei eben doch an Zustimmung bei den Befragungen gekostet. Herr Richter, Sie haben... An der Stelle, wenn ich da einhaken darf, weil da würde ich jetzt gerne mal skeptisch sein. Hm? Ich bin skeptisch, was die Wirkung der Demonstrationen angeht, ganz offen gesagt. Es ist natürlich eine schöne Erzählung. Wir, und da würde ich mich auch dazu zählen, selbstverständlich, als Verteidiger der freiheitlich-liberalen Demokratie gehen auf die Straße und die verirrten AfD-Schäfchen überlegen sich das anders. Ich glaube diese Erzählung nicht, um ganz offen zu sein. Ich glaube, der Grund ist viel banaler. Es gibt einfach eine weitere Protestpartei, bei der man noch nicht so genau weiß, wie viel Prozent die bekommen wird. Aber sie spielt eine Rolle. Das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht.
Und die wildert ganz genau unter den AfD-Wählern. Das ist eine zeitliche Koinzidenz, ein zeitlicher Zufall. Das tritt im gleichen Zeitraum auf. Sie haben nach Ursachen gefragt, wo kommen Schwankungen her? Das ist auch demoskopisch unheimlich schwierig zu erfassen. Warum handeln Menschen wie? Man kann eher vermessen, wie handeln sie, aber nicht warum. Dennoch kann man schon Beobachtungen anstellen, dass es da gewisse Bewegungen gibt zwischen diesen beiden Parteien. Und ich würde sagen, es ist eine Wanderung, wenn man so will, im Protestspektrum von der einen Partei. Ja, das stimmt, aber zumindest einen guten Teil dieses Effektes erklärt. Ich sage ja, es gibt keine Kausalitäten in diesem Kontext. Deshalb habe ich ja unterschiedliche Faktoren, auch mediale Öffentlichkeit, auch Methodiken von Befragungen erwähnt. Und was wir aber auch sehen, ist, dass beispielsweise SPD und Linke, das war ja hier auch deutlich in ihrer Umfrage, womöglich leiden unter BSW. Das heißt, dass sie die Linke oder jetzt unter die 5%-Hürde gerutscht ist, das ist ja nicht so ganz unplausibel, weil BSW und Linke auf einem Spektrum des politischen Systems um die gleiche Klientel werben. Es ist auf der anderen Seite bei der SPD so, dass sie vielleicht auch einige Wählerinnen oder Wähler, potenzielle Wählerinnen oder Wähler, die soziale Gerechtigkeitsthemen sehr hoch werten, auf einmal bei der BSW sich zu Hause fühlen. Und es kann sein, dass sich einigen Fragen, wo die AfD doch ein anderes Profil hat als BSW, dann tatsächlich von AfD was abgezogen worden ist. Aber dennoch, auch da würde ich sagen, auch die medialen Aufmerksamkeiten haben sich ja auch ein bisschen stärker den Demonstrierenden zugewandt. Allein schon das, was wir Salienz nennen, also die Bedeutung eines Themas, einer Entwicklung in der medialen Repräsentation, hat dazu geführt, dass man mehr über Demonstrationen und Demonstrationen für Demokratie diskutiert hat. Und das eigentlich doch klar geworden ist, wofür die AfD auch steht. Deshalb ist sie nicht mehr die einzige Partei, die sozusagen Protest von Personen, die prinzipiell für demokratische Ordnung sind, auf sich vereinigt, weil man doch eine gewisse Scheu hat und deshalb vielleicht ganz anders auch wählen wird. Das sind aber kleinere Verschiebungen, aber man muss, glaube ich, das Gesamtbild auch immer sehen. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die zu einer solchen Erklärung herangezogen werden müssen. Es sind kleinere Verschiebungen, wenn ich das jetzt alles richtig verstehe und zusammennehme. Die größere Verschiebung, die ergibt sich eben jetzt aus der noch ungewissen Lage, die sich mit der Gründung von BSW ergibt. Wem konkret nützt bzw. schadet eine starke Partei von Sarah Wagenknecht am meisten? Ja, das weiß man ja nicht so richtig. Man weiß eben, welche Profile der BSW oder dem BSW, dem Bündnis Sarah Wagenknecht, zugeschrieben werden. Das ist eine starke restriktive Position bei Migration. Das ist eine starke Emphase sozialer Gerechtigkeit, also Wirtschaftspolitik, sehr sozialstaatlich orientiert. Und das führt dazu, dass die Parteien, die auf diesem gleichen Sektor aktiv sind, mit dem gleichen Profil, eben potenziell verlieren können. Das ist ja bei der SPD so, ist vielleicht bei der Linken. In der Migrationsfrage sind AfD und BSW eigentlich gleichgerichtet. Es gibt partielle Unterschiede. Und da werden dann auch Stimmen wieder weggehen. Das heißt, das hängt so ein bisschen vom thematischen Profil ab, das, was am stärksten gespielt wird. Und dann wird man sehen, wer etwas verliert. Aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass auch von der CDU Stimmen abwandern an BSW. Aber das sind so Dinge, die kann man im Augenblick relativ schwer sagen. Auch aus dem Nichtwählerbereich könnte BSW attraktiv sein. Also das sind so ganz fluide Prozesse. Was wir aber wirklich sehen, ist, dass das Parteisystem weiter fragmentiert, sich weiter sozusagen zerlegt in unterschiedliche Parteien und Strömungen. Die Freien Wähler kommen ja auch noch hinzu, sodass verlässliche, robuste Aussagen über Konstellationen nachher für die Repräsentanz im Landtag eigentlich im Augenblick schwer zu prognostizieren sind. Herr Richter, Sie betrachten das jetzt in Sachsen, Sie betrachten das bundesweit und in anderen Bundesländern. Inwiefern ist Sachsen, was jetzt die Zustimmung beispielsweise auch, jetzt sehen wir es ja in der Sonntagsfrage, für BSW, aber auch für die AfD beispielsweise, inwiefern ist Sachsen da
besonders und wie sieht es, das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu fragen, bei den anderen Bundesländern aus, die dieses Jahr Landtagswahlen haben, nämlich Brandenburg und Thüringen? Also Sachsen ist vielleicht insofern besonders, weil wir so 1, 2, 3, 4 Jahre länger eine besonders starke AfD da sehen. Wenn man jetzt aber sich ganz aktuell Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen, also jetzt bin ich fast versucht zu sagen, das ist irgendwie der gleiche Trend, auch wenn wir da große Unterschiede in den Parteien noch sehen, also Abweichungen zwischen den Einzelparteien natürlich teilweise von 5 oder 10%. Aber im Grundsatz gibt es da schon so einen Trend, zumindest mal in diesen 4 Bundesländern, der dafür spricht, ja, die AfD hat in den Bundesländern die Chance, stärkste Kraft zu werden. Das schließt Sachsen mit ein, da haben wir ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und das ist, glaube ich, das, was diese, wo Sachsen sich dann nicht unterscheidet, sozusagen, auch wenn Sie jetzt nachgefragt, woran unterscheidet sich Sachsen, der Trend ist da schon ein bisschen länger da. Ganz, ganz lange sehen wir ja auch in Sachsen den Trend einer extrem schwachen SPD. Da ist Sachsen sicherlich besonders, wo man sagen muss, die SPD ist insgesamt mittlerweile in Ostdeutschland auf sächsischem Niveau angekommen. Ich glaube, das ist die richtige Formulierung. Also wenn man so will, kann man vielleicht sagen, wir sehen schon einen Trend in den anderen ostdeutschen Bundesländern, dass man sich eher sächsischen Wahlergebnissen annähert, mit Unterschieden, aber so ganz, ganz grob. Mhm. Was den BSW angeht, schwierig. Wir sind ganz am Anfang. Die Umfragen schwanken noch stark. Wir selber nehmen Fragen den BSW jetzt zunächst bei ihrer nächsten Veröffentlichung der sächsischen.de. Werden wir den BSW zum ersten Mal mit abfragen. Sind wir auch gespannt drauf, was da rauskommt. Aber das ist ja auch ganz typisch für neue Parteien. Da weiß der Wähler ja noch gar nicht so, was kommt denn da auf mich zu? Ja, man kennt Sarah Wagenknecht, aber der Spitzenkandidat, das Thema hatten wir auch schon, ist wichtig oder die Spitzenkandidatin, aber zu einer Partei gehört schon mal ein bisschen mehr als nur der Spitzenkandidat, auch wenn er eine wesentliche Rolle spielt oder sie eine wesentliche Rolle spielt. Für was werden die genau stehen? Kriegen die das überhaupt organisiert? Das wäre ja nicht die erste Partei, die daran scheitert, dass man vielleicht nicht alle Abgeordneten im Parlament zusammenkriegt, die man so braucht, und eine Liste einzureichen oder so. Da gibt es ganz handfeste, praktische Hürden, die man erstmal nehmen muss. Das alles weiß der Wähler nicht. Und was spannend beim BSW ist, er besetzt eine Leerstelle im Parteienspektrum. Diese Kombination zwischen für soziale Gerechtigkeit oder eine Verteilung im Sozialstaat und gleichzeitig gegen Migration. Diese Kombination haben wir lange so nicht mehr gesehen in dieser Härte und dieser Ausprägung. Das hat Sarah Wagenknecht, das muss mir zugestehen, schlau analysiert. Da gibt es eine Leerstelle im Parteisystem, da stoße ich rein. Und das mobilisiert natürlich, wenn man in so eine Leerstelle reinstößt, auch erstmal Menschen, die sagen, das hat mir schon immer gefehlt und endlich sagt es mal einer in der Kombination, das ist so ein bisschen Protestpotenzial. Ich verlasse jetzt so ein bisschen den Raum der demoskopisch-wissenschaftlichen Forschung, wenn ich eine These aufstellen würde. Ich glaube, dass die BSW am ehesten da Stimmen gewinnen wird, wo sich auch ansonsten Protestwähler sammeln. Also weniger bei den etablierten Parteien abzieht, sondern eher bei den Protestparteien, AfD, auch Freie Wähler, die übrigens auch sehr schwach sind in Sachsen gerade sind. Würden Sie dem zustimmen, Herr Vorlehner? Ja, BSW hat 2 Merkmale, ist rechts und links und hat Sarah Wagenknecht. Das ist sozusagen das Rezept. Und ich hatte auch lange Zeit gedacht, es kommt jetzt darauf an, welche Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen sind. Das mag auch eine Rolle spielen, aber die Frontfrau ist Wagenknecht. Und wenn, dann wählt man Wagenknecht. Und neben den Punkten, die ich vorhin schon nannte und die Sie, Herr Richter, jetzt auch nochmal nannten, ist natürlich auch die Ukraine-Frage eine ganz entscheidende. Weil Wagenknecht da eine ganz andere Position als die anderen demokratischen Parteien vertritt. Da ist sie auch wieder nah bei der AfD. Aber sie hat da von Anfang an sozusagen auf Waffenstillstand oder Friedensverhandlungen oder sonst was gedrungen und ist eine Gegnerin der weiteren Waffenlieferung. Und da greift sie eben auch in eine Stimmung, die sehr verbreitet ist in Ostdeutschland, in Sachsen zumal, ein. Und da macht sie übrigens ja dann auch in etwa Kretschmer-Konkurrenz, das muss man auch so sehen, der ja auch in dieser Hinsicht mehr oder minder klar sich artikuliert hat, wenngleich nicht so russlandfreundlich, wie das bei Kretschmer der Fall ist. Das findet natürlich in Sachsen
einen besonderen Zuspruch, den es vielleicht in einem anderen Bundesland so nicht findet, nicht bekommen würde. Wir sehen also, es ist ein halbes Jahr vor der Wahl, es ist ein Trend, es ist viel Bewegung drin, es gibt ein paar Unbekannte, ein paar beziehungsweise Bekannte, aber die ein unbekannter Faktor darstellen, beispielsweise eben BSW. Wir sind also gespannt, wie sich das dann über die nächsten Monate dann noch entwickeln wird. Verlassen wir an dieser Stelle aber einmal das Aktuelle. Ich möchte noch über ein anderes Thema mit Ihnen beiden sprechen, nämlich über generell Kritik an politischen Umfragen. Wir sind immer schon so jetzt in unserem ersten Teil des Gesprächs an diese Stelle gestoßen und sind da drumherum geschifft. Wenn wir bei sächsische.de Umfragen durchführen, hören wir bisweilen Stimmen, die sagen, nicht schon wieder eine Umfrage oder das stimmt ja sowieso nicht, was dabei herauskommt. Und nun ist es so, dieser Satz fiel ja auch schon, ich glaube, von Ihnen vorhin, Herr Vorländer. Wir machen halt Umfragen auch, weil wir sehen, dass es eine große Resonanz darauf gibt. Also Menschen haben offenbar den Antrieb oder möchten sich gerne vergleichen, ihre Meinung mit der von anderen Menschen. Und das kommt ja bei Umfragen heraus. Aber nehmen wir mal diese Kritik zum Anlass, um nachzudenken. Was glauben Sie, Herr Vorländer, werden, ganz plakativ gefragt, zu viel Umfragen gemacht? Gibt es zu viel Umfragejournalismus? Ja, natürlich gibt es das. Es wird zu allem und jedem gibt es Umfragen. Ich will jetzt nicht Herrn Richter seinen Erfolg streitig machen. Das ist ja schön für Umfrageunternehmen, weil man damit natürlich auch reüssieren kann. Anders gesagt, man verdient damit Geld, das ist ein Geschäftsmodell. Und Medien brauchen das anscheinend auch, weil die großen Medien machen dauernd Umfragen. Sie werden dann auch durch die Presselandschaft getrieben. Man kann eine ganze Woche damit zubringen. Ich merke das ja selbst, dass mich dann alle möglichen Medien auch außerhalb der sächsischen, der ich natürlich gerne rede und Antwort stehe, das muss ja hier gesagt sein, kleiner Werbeblock für die sächsische. Vielen Dank. Bitte ist sehr. Übrigens nicht gesponsert. Kostet auch nichts. Kostet auch nichts. Nein, das beschäftigt einen ja dann eine Woche lang und bekommt viele Anfragen und muss das wieder deuten. Aber das ist ja auch unsere Aufgabe. Das Zweite, natürlich der mediale Aufmerksamkeitswert, der damit verbunden ist. Medien bringen sich ins Spiel. Spiegel macht ja auch mit CW und die Sächsische macht das. Und das sind für Medien wieder gut, die natürlich auch ihr Geschäftsmodell haben. Und gerade in der Wettbewerbssituation müssen Medien auch immer präsent sein. Das Dritte ist natürlich, da wird es jetzt kritisch eigentlich für die politische Lage. Es ist eine sehr kurzatmige Diskussion. Wir werden sozusagen von Umfrage zu Umfrage getrieben. Das geht ja immer entweder über die Parteien oder wir nennen das Horse Race sozusagen, die Spitzenkandidaten. Ich hätte sozusagen viel größeres Interesse daran, wenn wir ernsthafter über Probleme reden, die wir in der Politik haben. Und diese Stimmungstest ist ja wie so ein Fieberthermometer, da geht's hoch und runter und das ist dann ganz krank, wenn auf einmal der eine vorne ist, dann kommt der andere wieder und dann normalisiert sich das und dann kommt schon wieder die nächste. Das hindert daran, sozusagen über die Probleme auch in versachlichender Weise zu reden, die wir alle im Augenblick konfrontieren müssen und die es auch umtreiben. Also wenn man ein bisschen weniger Meinungsumfragen machte, dann würde man mehr Platz haben, um die wirklichen Probleme zu diskutieren, auch in medialer Form und sie vielleicht in den Ansätzen, die Parteien ja finden müssen und Regierungskoalition ist recht, genauer zu reflektieren. Also weg sozusagen von der Kurzatmigkeit, aber das ist vielleicht so, weil auch die sozialen Medien danach verlangen und das auch wieder breitgetreten wird, hin zu mehr versachlichenderer Politikdarstellung und thematischer Priorität. Das würde ich mir wünschen, aber vielleicht ist das der Wunsch eines weißen alten Mannes, der noch Zeiten kennt, wo nicht jeden Tag 10 unterschiedliche Umfragen jede Woche wo sehr viele unterschiedliche Umfragen. Wo die Medienlandschaft sich ja auch über die Jahre verändert hat. Ja, Herr Richter, Ihnen diese Frage zu stellen, ist ein bisschen schwierig, weil Umfragen, Herr Vorländer sagte es schon, sind nun mal Ihr Geschäft. Ich mache es dennoch. Glauben Sie, dass zu viel umgefragt wird? Also erstmal grundsätzlich, ich würde jetzt mal die steile These aufstellen, und das mag Sie überraschen, man kann gar nicht zu viele Umfragen machen. Darauf kommt es nämlich nicht drauf an. Ich finde den Punkt, den Herr Vorländer gesagt hat, ganz spannend, wo es um die Versachlichung geht. Also
jeder, der mal Datenanalyse betrieben hat, ja, würde sagen, es ist besser, 100 Datenpunkte zu haben als zwei. Dann wird meine Analyse vielleicht ein bisschen fundierter. Ich weiß, das ist sehr vereinfacht, Herr Volland, aber nur, um das mal ein bisschen plakativ zu machen. Das heißt, das Problem ist vielleicht nicht die Anzahl der Umfragen. Das Problem ist vielleicht, wenn sich in einer Umfrage etwas um 1-2 Prozentpunkt geändert wird, dass eine Schlagzeile entsteht, hier kommt eine Trendwende. Und das ist es nicht. Das können Umfragen gar nicht leisten in dieser Präzision. 1-2 Prozentpunkt gibt es einen statistischen Fehler. Solche Schwankungen sind normal. Man muss das große Bild einordnen. Das ist sozusagen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, weil das viel Verständnis beim Leser, bei denjenigen, die Umfragen verarbeiten, die darüber schreiben, voraussetzt, wie ordne ich eigentlich Daten ein? Und was mache ich mit den Daten? Nehme ich Daten aus unterschiedlichen Quellen? Wann kann ich wirklich von der Trendwende sprechen? Wir hatten eben das Beispiel AfD 6 Prozentpunkt weniger als im Januar. Was heißt das denn jetzt eigentlich? Ja, ich sagen, ja, ich hätte dieses Beispiel nicht gebracht, wenn es jetzt nur 2% gewesen wäre. Hätte ich gesagt, naja, weiß man nicht so genau. Das kann auch wirklich Zufall sein. 6% würde ich sagen, ja, das hat schon was zu bedeuten. Aber Herr Vorländer hat auch gesagt, naja, vielleicht auch nicht, ja. Also Sie sehen schon, über Zahlen haben eine Gefahr. Wenn da eine Zahl steht, dann glaubt der Mensch leicht, das sei die Wahrheit. Zahlen haben immer eine Ungenauigkeit. Weiß jeder, der Mathematik macht. Zahlen müssen interpretiert werden. Und die Menschen, die Leser, brauchen Guidance, brauchen eine Begleitung dabei. So, das ist eigentlich sozusagen, das ist dem, was wir uns auch bei Civi verschrieben haben. Wir haben diese Medienpartnerschaften, versuchen unsere Medienpartner auch dahingegen zu beraten. Wir werden von Civi niemals eine Meldung bekommen, wenn was um 2% schwankt, dann schreien wir nicht, das ist eine Trendwende oder so, sondern wir ordnen das in das große Picture ein. Das finde ich ganz, ganz, ganz entscheidend. Und das Zweite ist, warum ich sage, es kann eigentlich, und das, ich weiß, das ist provokativ, bewusst provokativ formuliert jetzt, es kann gar nicht genug Umfragen geben, weil man muss sich mal überlegen, was würde denn passieren, wenn so ein wichtiges Werkzeug wie die Umfrage fehlen würde. Wer würde denn dann den medialen Disput oder Diskurs dominieren? Das ist ja dann nicht automatisch eine Versachlichung, die eintritt. Der mediale Diskurs würde dominiert werden von demjenigen, der am lautesten ist. Es sind ja nicht nur die Umfragen, die mehr geworden sind. Alle Medienkanäle sind mehr geworden. Social Media ist nur ein Beispiel. Jeder kann einen Blog machen, jeder hat Reichweite heutzutage. Und der mediale Diskurs, und das sehen wir überall, gerade durch die Protestparteien, wird von den Lautesten bestimmt. Und ich finde, Umfragen haben in der Demokratie eine ganz, ganz wichtige Rolle. Sie geben nämlich auch den Leisen eine Stimme. Umfragen haben zumindest den Anspruch, wir vermessen repräsentativ, was der Deutsche oder die Deutschen in ihrer Gesamtheit denken und nicht nur die, die ein mediales Sprachrohr haben. Ich habe gerade heute, das war jetzt keine Umfrage, aber trotzdem eine spannende Statistik gesehen, welche Partei bekommt denn die meisten Likes auf TikTok? Ja, die AfD. Ja, dann ist die AfD, natürlich. Und zwar irgendwie 80% aller Parteilikes gehen an die AfD. Es ist aber jetzt nicht so, die AfD hat ja nicht 80% in Deutschland, sondern sie steht in Umfragen bei 18%. Also diese Einordnung, das eine ist mediale Lautstärke, das andere ist eine Einordnung. Und da ist sicherlich noch eine Reise davor in der Berichterstattung darüber. Aber ich finde, diese Einordnung ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Korrektiv, neben vielen anderen, neben der Einordnung durch Fachleute, durch andere wissenschaftliche Erkenntnisse. Das ist eine wesentliche Einordnung, die man da nicht missen sollte. Jetzt hat Civi, also das mit dem Korrektiv würde ich mal so stehen lassen. Das ist eine gute Formulierung oder gute These, eine gute Klammer darum gewesen. Nun hat Civi in einem Online-Katalog für Publisher, dazu gehören beispielsweise Spiegel Online, sächsische.de, das Redaktionsnetzwerk Deutschland und so weiter. Da stehen unheimlich viele Umfragen drin, also Hunderte würde ich behaupten, vielleicht sogar Tausende, die aktuell laufen. Warum machen Sie so derart viele Umfragen auf einmal? Ja, also weil die wissenschaftliche Neugier sozusagen keine Grenze kennt. Naja, also wir wissen letztendlich, was ist unser Unternehmenszweck bei Civi? Wir wollen Menschen verlässliche Daten liefern für ihre Entscheidung. Also Medienpartnerschaften ist das eine, aber wir arbeiten ja als Civi für viele große Unternehmen und Behörden und Institutionen in Deutschland. Also das reicht von großen Konzernen wie Vodafone bis zu vielen Bundesministerien, die mit unseren Daten arbeiten. Und weil bei der
bei Datenanalyse und Schlussfolgerung und Entscheidung darauf zu bauen, die Einordnung so wichtig ist, braucht man nach unserer Überzeugung, braucht man Zeit rein, man braucht verschiedene Perspektiven. Und ich kann das mit einer einzelnen Umfrage, ich will niemals auf eine einzelne Umfrage eine wesentliche Entscheidung aufbauen. Man muss das von verschiedenen Blickwinkeln betrachten, man braucht mehrere Umfragen, man braucht vor allen Dingen Zeit rein, man muss den Trend sehen. Und um diese Datenvielfalt und diese Analyse überhaupt bieten zu können, muss man, ja, jetzt vereinfacht gesagt, viele Umfragen machen, eine ganze Menge an Daten erfassen, damit ich sie ordentlich analysieren und einordnen kann. Das ist der Grund dafür, um es verlässlicher zu machen. Ja, ja, aber Sie machen natürlich Umfragen auf sehr vielen unterschiedlichen Feldern. Also wenn man Verlaufsanalyse betreibt, dann müsste man sozusagen immer die gleiche Frage stellen, eine gleiche Grundgesamtheit über eine ganz bestimmte Stichprobe. Und das machen die anderen natürlich auch, sodass man die Datenbestände bekommt und mehr Verlässlichkeit in die Aussagen einzelner Befragungen hineinlegen kann. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Und wenn man sich dann spezialisiert eben auf Wahlumfragen oder Stimmungserhebung, dann bekommt man das. Aber die Frage ist natürlich, man macht auch zu vielen einzelnen Gesichtspunkten Umfragen, die dann auch nochmal natürlich das Bild verkomplizieren. Und ich möchte einfach auch nochmal zurückkommen, wenn Sie mir das erlauben, Herr Deike, auf die Formulierung, das ist ein Korrektiv. Ein Korrektiv ist natürlich in einer Demokratie nicht eine demoskopische Umfrage, sondern Korrektiv sind ganz andere Momente. Das ist der Diskurs, auch der mediale Diskurs, das sind unterschiedliche Akteure, die sich im politischen Feld artikulieren. Ich glaube, Wahlumfragen, wenn sie so gestellt sind, wie das bei vielen ist und in dieser hohen Frequenz, sind ja auch Treiber von Stimmungen. Das heißt, sie greifen nicht nur Stimmungen ab, sondern dann gibt es Reaktionen dazu. Und man hechelt sich von Stimmung zu Stimmung. Und es gibt manche Situationen, wo dann Politik auch unter enormem Handlungsdruck gestellt wird. Das heißt, wenn alle beispielsweise sagen, ja, das Thema Migration, um nur dieses Thema zu nehmen, ist also eins, was so und so von den Bürgerinnen und Bürgern gesehen wird, dann und man macht das sozusagen dauernd so, dann wird die Politik unter einen Handlungsdruck gestellt, mit irgendetwas zu reagieren, was sozusagen vielleicht der Sache selbst nicht angemessen ist. Und dann aber auch zu falschen Politikentscheidungen kommt. Also wir dürfen sozusagen Meinungsforschungsinstitute, die sozusagen à jour sind und immer wieder Wahlumfragen den Medien anbieten, nicht so als ganz unschuldige Akteure innerhalb eines demokratischen Spiels machen. Und die Demokratie lebt davon, dass man auch Zeit hat, Entscheidungen zu treffen, Kompromisse zu bilden, wo nicht sozusagen immer wieder ein Stimmungsbild aufgerufen wird und die Politik dann aus lauter Angst, das ist eine kritische Note an die Politik, aus lauter Angst, was fehlzumachen und demnächst wieder einer mit noch einer schlimmeren Umfrage konfrontiert zu werden, dann in Hektik ausbricht. Sozusagen das Hektische an der Politik ist eines der größten Probleme im Entscheidungsprozess. Hektisch war Politik aber auch schon, bevor es viele Umfragen beispielsweise jetzt durch Beschleunigung in den medialen Prozessen gegeben hat. Den Ball, den ich von Herrn Richter aufgenommen habe, war, oder was ich daran so schlüssig fand, die Argumentation, es gibt denjenigen, die jetzt nicht so laut sind, eben eine Stimme. Und das fand ich ein ganz gutes Bild. Wenn man die befragen kann. Das ist ja jetzt die Frage der Methodik. Und da sind wir bei der Methodik und auf die würde ich jetzt auch vielleicht gerne an der Stelle mal umschwenken, weil tatsächlich, wenn wir Umfragen mit CW machen, wir machen das ja auch regelmäßig bei sächsische.de, weil wir davon, wir würden es ja nicht machen, wenn wir nicht daran glauben würden, dass es repräsentativ ist, aber wir bekommen natürlich auch immer wieder kritische Noten, kritische Stimmen dazu. Es gibt Zweifel daran, dass Werte nicht durch irgendwelche technischen Tricks manipulierbar sind oder irgendwelche Abstimmungsbots da über Umfragen gehen. Vielleicht ist das eine gute Stelle, jetzt hier im Podcast auch nochmal zu erklären, wie funktionieren eigentlich Ihre Umfragen bei CIVI, Herr Richter, und warum sind sie repräsentativ? Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das, was CIVI besonders macht, ist hier und auch so ein bisschen plakativ. Wir haben uns dem verschrieben, dass es
leicht und niederschwellig sein soll. Deswegen haben wir diese Medienpartnerschaften. Man findet unser Umfragetool zum Beispiel auch auf der sächsischen.de, wo man sagen kann, das kann ich mir mal die Ergebnisse anschauen, da kann ich mich auch anmelden. Und das ist so eine Sache, die wir wichtig finden, bei CW zu verstehen. Wie komme ich eigentlich, wie lerne ich CW kennen? Wie komme ich in Kontakt? Das passiert über diese Medienpartnerschaften. Und wie funktioniert dann eigentlich die Umfrage, die Meinungsforschung? Das sind erstmal zwei getrennte Dinge. Weil Umfrage und Meinungsforschung funktioniert bei uns im Prinzip genauso wie bei allen Online-Forschern. Man registriert sich, man muss eine Zeit lang mitmachen, man wird verifiziert und nach bestimmten Kriterien entscheiden wir dann und nicht der Teilnehmer, ist er überhaupt zugelassen für eine Stichprobe. Dann geht es darum, ist die Bevölkerung abgedeckt, ist der Teilnehmer zuverlässig und andere Dinge. Das sind aber zwei verschiedene Dinge und man Wohl und Wehe, wenn man so will, bei uns ist, man kommt ja leicht mit uns in Kontakt, man ist spannend, man kann mitmachen, weil uns das ganz wichtig ist, dass Daten transparent sind. Wir sind ja das einzige Institut, das alle Ergebnisse wirklich sofort, und zwar alle Ergebnisse, veröffentlicht und zeigt. Und wir sagen, da haben die Menschen auch ein Recht drauf, das alles zu sehen. Aber das ist sozusagen der Teil, wie man uns kennenlernt. Und dann ist so die Maschine, die hinten dran steht. Ja, man kann mit uns interagieren. Das heißt aber nicht, dass man automatisch in die sogenannte Stichprobe gelangt und dass man da auch Teil des Ergebnisses wird. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Diese niedrigschwellige Art, wie man uns kennenlernen kann und wie man sich bei uns anmelden kann, das ist ein Faktor, den wir für entscheidend halten, wenn es um Repräsentativität geht. Warum? Als wir 2015 gestartet sind, quasi alle politischen Umfragen noch per Telefon stattgefunden. Heute ist es genau umgedreht, ist eigentlich nur noch die Forschungsgruppe Wahlen, die konsequent aufs Telefon setzt und alle machen online oder zumindest eine Mischform aus Telefon und online. Warum ist das so? Das ist so, dass Menschen am Telefon einfach keine Umfragen mehr beantworten. Also wir waren in den 80er Jahren, als ich in der Schule noch war, haben noch 80% der Menschen, wenn sie angerufen haben, auf dem Festnetz an der Umfrage teilgenommen. Wir sind heute in Deutschland vielleicht bei 5%, man weiß es nicht so genau. Institute geben die Zahlen natürlich auch nicht raus, in den USA weiß man es genauer. Dann nimmt nur noch jeder Hundertste, wenn er angerufen wird, überhaupt den Telefonhörer ab und sagt irgendwas dazu. Das heißt, es ist unheimlich schwierig, die Bevölkerung zu erreichen. Deswegen sind Online-Umfragen und 60-70% aller Umfragen werden mittlerweile online in Deutschland gemacht. In USA, Australien sind wir da weiter, schon bei 90% online gemacht, weil man darüber die Menschen erreicht. Damit holt man sich neue Herausforderungen ins Haus sozusagen. Online ist nicht einfach einfacher, sondern die große Stärke des Telefons war immer, man hat ein Telefonbuch, man hat zumindest theoretisch die Möglichkeit gehabt, so eine Auswahlwahrscheinlichkeit. Also theoretisch hätte ich jeden Menschen in Deutschland erreichen können, indem ich einfach zufällig ein Telefon mal anrufen kann. Das ist bei online viel schwieriger, weil es auf eine gewisse Eigeninitiative des Teilnehmers setzt. Und dann kriegen wir so einen Selection Bias. Also nehmen da nicht nur die Leute teil, die sich überhaupt für Umfragen interessieren. Und die, die sich nicht dafür interessieren, machen halt nicht teil. Das ist die große Herausforderung von Online-Umfragen. Ganz generell. Auch natürlich die Herausforderung für uns, die Online-Umfragen machen. Und dazu muss man im Prinzip bestimmen, wie groß ist denn dieser Selection Bias oder wo kommt der her bei Ihnen in den Daten? Und dann mit Modellen, gewissen statistischen Methoden, den herausrechnen. Das ist dann sozusagen, das erklärt auch so ein bisschen, das habe ich das versucht recht lange auszuführen, Sie haben bei Online-Umfragen eine große Qualitätsbandbreite. Da gibt es sehr, sehr hochwertige wie von uns und es gibt auch ganz viele, ist halt nicht so. Und diese Bandbreite war bei Telefon nicht so hoch. Da war das ungefähr alles immer gleich gut oder gleich schlecht. Die Bandbreite hat zugenommen im Online-Bild. Um das Beispiel zu nehmen, Methodenvergleich, letzte Bundestagswahl 2021 war die beste Umfrage, die gemacht wurde, die beste Umfrage im Sinne, ist ja keine Prognose, aber es ist trotzdem immer spannend, die am nächsten dran war am tatsächlichen Wahlergebnis, die kam von Allensbach. Und die haben in der Tat persönlich befragt, also nicht per Telefon und nicht per Online, wieder ganz was anderes. Die zweitbeste kam von uns, von CW, Online-Befragung. Die drittbeste von, ich weiß gar nicht mehr, Forschungsgruppe Wahlen oder Infratest-Team, aber auf jeden Fall Telefon. Ich meine Forschungsgruppe. Einer von beiden war es.
Ich meine, das war die Forschungsgruppe. Da sehen Sie schon dran, Methode ist nicht unbedingt entscheidend. Es kommt darauf an, wie es gemacht wird und wie hier Vorgehen genau ist. Das war natürlich eine sehr relativ lange Antwort, die Frage, die ich gestellt hatte. Vielleicht nochmal, kriegt man es ein bisschen verdampft oder zusammengedampft dahin. Wie machen Sie es, dass es dann tatsächlich repräsentativ wird? Also Sie werfen jetzt über ganz viele Internetseiten Ihre Umfragen aus, Ihr Netz aus und setzen darauf, dass Menschen zufällig daran mitmachen. Und wie wird jetzt aus diesem "Ich mache da mal zufällig mit" ein "Ich wandere in die Stichprobe"? Ja, also im Prinzip funktioniert das Ganze in 4 Schritten. Also der erste Schritt ist, der Teilnehmer muss sich sowieso erstmal registrieren. Das Wichtigste, Zustimmung zur Datenverarbeitung geben, weil nur wenn ich diese Zustimmung habe, dann kann ich das Zweite tun, das ist der zweite Schritt. Ich muss ihn sozusagen beobachten und verifizieren. Beobachten heißt feststellen, ist das ein zuverlässiger Teilnehmer, ist das ein Bot, antwortet er widerspruchsfrei. Kann ich mit diesem Menschen überhaupt arbeiten? Gibt es da Anzeichen für Betrug oder etwas? Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist schließlich, ich muss jetzt von all diesen Menschen, die diesen Verifizierungsprozess durchlaufen haben, mir die Gruppe raussuchen, die ich potenziell für repräsentativ in dieser Bevölkerung halte. Weil da sind bestimmte Gruppen überrepräsentiert, andere nicht. Und aus denen, so funktioniert Civi jetzt erstmal, wird eine quotierte Stichprobe nach bestimmten Soziodemografikern gezogen. Und dann gewichten wir nochmal nach. Gewichtung heißt, wir passen, das ist bei uns Alter und Geschlecht, der Wohnort und politische Einstellung nach verschiedenen Dimensionen, das an die Grundgesamtheit an, also an alle Deutschen. Weil wir gesagt haben, für diese Variablen, wenn wir diese Variablen verwenden, dann korrigiert das den CW-spezifische Verzerrung. Und das sind dann sehr aufwendige Tests, wie Sie das immer wieder, das, was Sie ermittelt haben, gegen, man nennt das administrative Daten vergleichen, also Daten, auf die Sie sich verlassen können. Das sind natürlich Wahlergebnisse, das sind aber vor allen Dingen Daten, die von der Arbeitsagentur, vom Statistischen Bundesamt kommen, wie wir unsere Qualität selber messen. Aber das sind im Prinzip diese Registrierung, Beobachtung sozusagen und dadurch Verifizierung, ist der Teilnehmer zuverlässig. Im vierten Schritt, wer von all diesen Menschen bildet überhaupt ein Abbild in der Grundgesamtheit da? Und dann die Gewichtung. Schließlich noch eine Gewichtung. Und die Gewichtung die letzten, mit spezifischen Bias zu korrigieren. Eine Gewichtung findet ja auch bei Umfragen, die jetzt nicht Online-Umfragen sind, statt. Das ist also jetzt nichts, was Online-Umfragen spezifisch ist. Also eigentlich, weiß ich nicht, ob es alle Umfragen sind. Das ist ja genau der, das ist ja genau alle, der Punkt. Alle, die einen Anspruch haben, sind gewichtet oder quotiert. Und Gewichtung, da gibt es ganz unterschiedliche Verfahren natürlich. Aber alle, also auch das, was wir jetzt als Telefonumfragen kennen, aus dem öffentlichen rechtlichen Fernsehen zum Beispiel, Forschungsgruppe Wahlen oder einfach das Thema, das ist selbstverständlich nachgewichtet. Sie sagen, in der Stichprobe, die ich gezogen habe, waren zu viele Männer, zu viele Frauen drin oder es waren zu viele AfD-Wähler drin oder zu wenige AfD-Wähler oder wie auch immer. Und deren Antwort wird dann gewichtet, das heißt, er zählt mehr oder weniger, bis das eben zu der Verteilung passt, die man aus der Gesamtbevölkerung kennt. Ja, das ist das Standardverfahren. Das ist jetzt eine sehr vereinfachte Darstellung. Die statistischen Verfahren sind sehr unterschiedlich und teilweise auch sehr komplex, aber es geht immer im Prinzip darum, dass Sie sagen, da sind bestimmte Bevölkerungsgruppen, sind in meiner Stichprobe zu viel oder zu wenig vorhanden. Und das muss ich korrigieren. Und dann ist die Frage, wie definieren Sie Bevölkerungsgruppe? Männer und Frauen können wir uns das alle vorstellen. Bei Wertehaltung wird es schon ein bisschen komplizierter. Aber im Prinzip müssen Sie das korrigieren, statistisch, ja. Jetzt hatten Sie vorhin schon gesagt, wie nah CIVI an den tatsächlichen Ergebnissen bei der Bundestagswahl beispielsweise dran waren. Vergleichen Sie sich regelmäßig auch dann mit den Ergebnissen anderer Institute und wie nah sind Sie da dran? Es geht ja im Prinzip bei dem Bewerten und Beurteilen von Umfragen auch darum, um Vergleichbarkeit, die ja auch dann zu einer Seriosität am Ende oder einer Beurteilung für Seriosität führt. Zu den Wahlumfragen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, Umfragen zu Wahlen unter Instituten zu vergleichen. Ich sehe davor, CW schneidet dabei sehr gut ab bei diesem Vergleich. Ich finde es trotzdem schwierig. Also jetzt zuletzt zur bayerischen Landtagswahl im Oktober waren wir am nächsten dran mit unserer Umfrage. Aber dieses am nächsten dran, das stört mich eigentlich, weil eine Umfrage ist keine Prognose. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und Herr Vorländer hat sehr zutreffend gesagt, in der letzten Woche vor der Wahl, da kann unheimlich viel passieren. Und wir sollten als Institute gar nicht den Anschein erwecken, dass wir hier Prognosen abgeben, sondern wir messen
versuchen zu messen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, so genau wie es eben der Stand der Technik und der Wissenschaft hergeht, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung, um eben auch, und das ist eines meiner zentralen Argumente, in den Stillen eine Stimme zu geben, um ein realistisches Bild abzugeben und nicht nur, wer am lautesten wieder. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Also die durchschnittliche Abweichung von CEVIO-Umfragen über die Wahlen, die wir bislang gemacht haben seit 2015, liegt, das lassen Sie mich in meinem Kopf nicht lügen, ich glaube bei 1,8% im Durchschnitt. Also ziemlich nah dran am wahren Ergebnis. Viel spannender sind für uns natürlich eigentlich Dinge, es arbeiten einfach sehr, sehr viele Unternehmen und Institutionen ja schon viele Jahre mit uns, die sich auf unsere Daten verlassen, auf unseren Daten Entscheidungen bauen und aber auch natürlich das mit Daten aus anderen Quellen kombinieren. Und so wird eigentlich ein Schuh draus und so kann man dann auch Verlässlichkeit bestimmen, indem man die Daten kombiniert und vergleicht mit sogenannten administrativen Daten. Hm. Herr Vorlin, Sie waren eine Anmerkung dazu, Sie hatten sich gerade schon... Keine Anmerkung, wir reden jetzt so lange mit CEVIO. Ich meine, ich bin Sozialwissenschaftler und befasse mich natürlich auch mit Methoden und Umfragen, wir machen ja selber welche. Und man muss ja schon die Sonderstellung eigentlich von CEVIO nochmal betonen. Im Vergleich eben zu anderen Wahlumfrage-Forschungsinstituten, ob das nur Forschungsgruppe Wahlen, Infratest, DIMAP oder Allensbach ist, ist CEVIO natürlich erstens sehr jung und zweitens im Wesentlichen ja doch ganz alleine auf Online-Befragungen ausgerichtet. Und Entschuldigung, Herr Vorländer, das stimmt ja gar nicht. Bei Umfragen? Nehmen Sie YouGov. Ja, YouGov. Sie sind 4 Jahre älter als wir, machen komplett nur online, ja. Und auch nehmen Sie Forsa zum Beispiel, wir haben noch ein paar Telefonumfragen, haben wir die letzten Wahlumfragen alle komplett online gemacht. DIMAP hat, glaube ich, seit 2 Jahren Hälfte Telefon und Hälfte online. Ja, gut. Meines Wissens nach ist es nur noch die Forschungsgruppe Wahlen, die komplett Telefon macht und Allensbach, die komplett persönlich macht. Alle anderen machen online. Machen zunehmend online, aber sie haben andere Datenbestände noch aus früheren Zeiten, auch mit anderen Methoden, auch Telefonbefragung, aus denen heraus sich die Kriterien natürlich beispielsweise auch für Gewichtungsprozesse ableiten lassen. Das heißt, sie haben schlicht und einfach mehr Daten zur Verfügung, die sie bislang in der Form, weil sie auch jünger am Markt sind und eben überwiegend online machen, noch nicht haben. Das unterscheidet sie ja. Die Frage ist auch, wie kommt man eigentlich zu einer sogenannten Zufallsstichprobe, die ja eigentlich die Grundlage ist für die Repräsentativität von Umfragen. Und da sind Sie ja doch, wenn ich das richtig sehe, im Wesentlichen mit ganz bestimmten Klicktools unterwegs, die Sie in den Medien, deren Partner Sie sind, ja platzieren, sodass sich von dort aus die Interessierenden an solchen Umfragen selbst melden. Das heißt, wir haben sozusagen hier eine Aktivierung von Interessenten, die sich dann zwar registrieren müssen, das ist ja immer so, aber wir wissen nicht wirklich, wer dann nicht sich registriert. Das heißt, diejenigen, die nicht sozusagen an der Stichprobe beteiligt sind, die kennen wir nicht, die kennen Sie nicht. Und das kann man nur sozusagen korrigieren, wenn man entsprechende Datenbestände vorher schon akkumuliert hat, aus denen heraus sich solche Erkenntnisse geben. Und das ist ja, glaube ich, auch der Hintergrund der Diskussion, der sehr streitigen Diskussion zwischen den Meinungs- und Umfrageinstituten, die ja bis vor das Gericht gegangen sind, weil es einfach um die Frage geht der Repräsentativität. Dass diese Frage in diesen Zeiten, wo man eher sozusagen mit Handys telefoniert, wo auch die anderen Umfragen sehr aufwendig und sehr teuer sind und sich sozusagen auch das Parteiensystem und das Meinungsbildungssystem von Bürgerinnen und Bürgern ändert, dass hier viel stärker auf Online-Medien zurückgegriffen wird, ist, glaube ich, unbestritten. Vor dieser Schwierigkeit stehen alle Institute mittlerweile. Aber dennoch ist immer die Frage, wie kriege ich die Stichprobe zusammen? Und wie verhält sie sich eigentlich zu der Grundgesamtheit, damit man dann eben tatsächlich auch sinnvoll gewichten kann? Und da würde ich sagen, haben die anderen einfach aus ihrer Tradition und aus ihrem bisherigen älteren Verfahren
ganz bestimmte Bestände entwickelt, die da vielleicht für die Gewichtung, die hinführt zur Repräsentativität, mehr Ressourcen haben. Wenn ich aber bislang. Ich kann das jetzt aus der medialen Perspektive ja nur betrachten, bin jetzt nicht der, ich stecke weder bei CW drin noch bei anderen Umfrageunternehmen, wie das funktioniert. Transparenz ist das Gebot. Die Tatsache ist ja, dass CW Umfragen auf ganz, ganz vielen Websites auswirft. Das heißt, ganz viele verschiedene Kontaktpunkte ja setzt und der darauf setzt, dass an diesen vielen Kontaktpunkten, vielleicht können Sie noch eine Zahl nennen, wie viel Mal am Tag CW-Umfragen geöffnet werden, gesehen werden und wie viele Menschen dann tatsächlich auch dort vielleicht ein Konto haben, also einen Account haben. Die Möglichkeit des Kontaktschaffens ist ja dadurch, dass es so viele Webseiten sind, enorm größer im Vergleich zu dem, was vielleicht andere Umfragedurchführende mit irgendwie Telefonlisten haben, mit wo Nummern draufstehen, die man erstmal anrufen muss. Also so, es ist jetzt mein laienhaftes Verständnis von dem. CW kann, so verstehe ich das, viel größer ein Netz auswerfen. Ja, aber nur innerhalb derjenigen, die tatsächlich vielleicht, auf Medienseiten unterwegs sind. Er hat das ja vorhin lange erklärt, das würde ich dann doch mal sagen. Früher war es ja so, dass manche machen es noch, Forschungsgruppe Wahlen, dass man über Telefonverzeichnisse geht oder über Einwohnermeldedaten, so dass man also anhand derer tatsächlich eine Zufallsauswahl auch treffen kann, die dann eben sehr aufwendige, aber doch verlässliche Art und Weise repräsentative Ergebnisse erwarten lassen. Herr Richter. Ja, also ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Es sind ja vorhin wie ich das gesagt habe, oder? Naja, ich glaube, sowohl als auch. Ja, das, was Sie gesagt haben und das, was ja vorne, beides ist nicht so einfach. Das muss ich jetzt einfach mal hier ein bisschen besserwisserisch, glaube ich, mit einem Augenzwinkern reingeben. Also das Dilemma ist doch folgendes. Am Telefon will keiner mehr mitmachen. Man kriegt die Stichproben nicht mehr voll. Und das ist einfach eine Tatsache, die muss man zur Kenntnis nehmen. Das bestreite ich auch gar nicht. Und alle Institute müssen zwangsläufig auf online wechseln. So, und jetzt mit online holt man sich eine neue Herausforderung rein. Das ist die Dilemmasituation. Das ist ähnlich, wie der Herr Vorländer beschrieben hat. Man weiß nicht genau, wer nicht mitmacht. Das klingt jetzt erstmal banal. Das klingt erstmal ein bisschen doof, aber es ist total wichtig zu wissen, wer nicht mitmacht. Und dieses Problem wird bei online auch immer bleiben. Und man hat jetzt nach 30 Jahren Online-Forschung viele Methoden entwickelt, wie kann man das korrigieren. Und da würden wir erstmal für uns in Anspruch nehmen, dass wir in der Tat, anders als der Vorredner sagt, die größte Erfahrung in Deutschland haben, weil wir genau diese Art von Online-Forschung, auf die jetzt die etablierten Institute gerade in den letzten ein, zwei Jahren erst wechseln, ja schon viel länger machen. Also von der Online-Erfahrung her, da gehören wir wirklich zu den alten Hasen. Das können wir auch ganz selbstbewusst sein. Da haben wir einen großen Vorsprung. Aber das Spannende ist jetzt natürlich die Online-Rekrutierungsmethode. Das, was Sie gesagt haben, dieses, wie viele Menschen erreichen wir, wie viele verschiedene Menschen, ich glaube, Sie haben es ein bisschen auch mit Augenzwinkern gesagt, ein Netz auswerfen. Ich weiß nicht, ob mir das Bild gefällt, aber ich sehe unsere Teilnehmer eigentlich als Partner. Wenn man sich mal so die großen Online-Panels in Deutschland anschaut, ich weiß gar nicht, ob das den meisten Menschen bewusst ist. Also, Sie kennen sicherlich die Payback-Karte, oder? Wenn Sie an der Kasse werden Sie mal gefragt, haben Sie eine Payback-Karte, können Sie Punkten sammeln? Wussten Sie, dass das eines der größten Online-Panels in Deutschland ist, wo Befragungen drüber laufen? Von ganz vielen etablierten Instituten, die nutzen das Payback-Panel. Auch welche aus dem öffentlich-rechtlichen Raum. Und da muss man schon mal fragen, das ist ja schon eine ganz interessante Art der Rekrutierung und auch eine sehr spezifische, da sind die Probleme schon sehr groß. Und wir bei CW haben gesagt, wir müssen breiter rangehen. Ja, wir haben immer noch die Herausforderung, dass wir nicht genau wissen oder mit statistischen Methoden versuchen zu bestimmen, wer nicht teilnimmt. Das ist immer eine Online-Herausforderung, vollkommen klar. Aber wir können diese Herausforderung reduzieren im Verhältnis zu anderen Rekrutierungsmethoden, indem man eben sehr breit anspricht und sehr viele Menschen anspricht. Damit kann man das Problem reduzieren. Man kriegt es aber nie ganz weg. Das ist vollkommen klar und das muss man auch immer dazu sagen. Bei CW sind ungefähr 1 Million Menschen registriert, die aktiv im Monat teilnehmen. Wir haben 35 Medienpartner und ungefähr auf 25.000 Webseiten dieser Medienpartner, also einzelnen Nachrichtenartikeln oder so, sind im Monat aktive Umfragen eingebettet. Das ist immer so die Größenordnung. Was wieder genau das bestätigt, was ich vorhin mit Netz gesagt habe oder mit Kontaktpunkte schaffen. Das ist also der große Vorteil
bei CW oder von CW, den CW sich geschaffen hat, eben um einfach viele Menschen zu erreichen. Genau. Und über viele Menschen erreicht man dann die Repräsentativität und mit diesen Methoden, die Sie noch beschrieben haben. Nein, es geht eigentlich nicht um die, es geht mehr um die Vielfalt. Mhm. Ja, viele verschiedene Kanäle. Damit, mit der Vielfalt kommen auch die vielen, aber erstmal geht es um die Vielfalt, um das Problem des Selection Bias zu reduzieren. So, was jetzt zum Beispiel an meinem Beispiel Payback, was ja eine sehr spezifische Rekrutierungsmethode ist, was sie viel größer haben. Das ist sozusagen die große Stärke von CW. Also besser wäre natürlich, wenn man über eine Grundgesamtheit Bescheid wüsste und könnte daraus eine Stichprobe, eine Zufallsstichprobe ziehen. Die Grundgesamtheit bei Online-Panels ist ja zunächst einmal, oder bei Online-Befragung, sind ja eigentlich nur diejenigen, die die entsprechenden Seiten als Nutzer anrufen und aufrufen. Über die kommt das ja zustande. Also die anderen kriegt man eben nicht. Und das macht vielleicht noch den Unterschied, aber auch die Schwierigkeit generell bei Online-Befragungen aus. Deshalb muss man sich, glaube ich, auch immer darüber im Klaren sein, dass die Schwierigkeiten, tatsächlich repräsentative Befragungen zustande zu bekommen oder Aussagen, die so stark belastbar und robust sind, dass diese Schwierigkeit immer größer wird, weil eben die anderen traditionellen Verfahren, also Telefon- oder Face-to-Face-Interviews, aufwendiger und auch sehr viel teurer sind. Und eben zu teilen auch nicht möglich sind, weil heutzutage wenige Menschen nur noch einen Festnetzanschluss hatten. Auch das hatten wir in diesem Gespräch festgehalten. Ich würde gern zum Ende kommen. Also wir haben sehr viel gelernt über, wie funktioniert CW, wie funktionieren klassische Umfrageinstitute. Es ist da auch viel Bewegung in dieser Branche drin. Nicht mehr alle machen nur über Telefon, sondern es gibt auch Mischformen. Das ist auch eine Botschaft, die jetzt hier aus diesem Gespräch mit herausgeht. Eine Schlussfrage hätte ich noch. Ich würde gerne eine Schlussrunde mit Ihnen beiden machen, weil wir hier über Umfragen gesprochen haben. Das ist eine ganz einfache Schlussrunde, Schlussfrage, eine simple Frage mit Sachsenbezug. Und das ist die: Was wäre eine Umfrage, die Sie in Sachsen gern mal durchführen würden? Herr Richter, Sie zuerst. Eine Umfrage, die ich in Sachsen gerne durchführen würde. Ich glaube, ich würde in Sachsen gerne nach der Beliebtheit von Zittau fragen. Da kommt nämlich meine Familie her. Und Sie, Herr Vorlender? Ich würde gerne wissen, was die Sachsen denken, wo Sachsen in 10 Jahren steht. Also eine Umfrage über die Vision der Sachsen und Sächsinnen. Das würde mich interessieren. Ich könnte mir vorstellen, wir könnten all die Fragen ja auch vielleicht mal stellen. Wer weiß, wir können da ja noch mal drüber sprechen im Nachgang dieses Podcasts. Vielleicht geht das ja mit CW oder über andere Wege. Herr Richter, Herr Vorlender, vielen Dank, dass Sie hier dabei gewesen sind, erklärt haben, was bei Umfragen wichtig ist, worauf es ankommt. Vielen Dank Ihnen beiden. Vielen Dank. Sehr gerne. Hier im Podcast geht es weiter in 2 Wochen. Bis dahin abonnieren Sie am besten das Format, damit Sie diese Folge dann auch garantiert nicht verpassen. Diesen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und noch ein Tipp, wir haben bei sächsische.de seit einiger Zeit auch einen WhatsApp-Kanal. Dort gibt es jeden Tag eine Zusammenfassung der wichtigsten News aus, über und für Sachsen. Einfach bei WhatsApp in den Kanälen mal nach sächsische.de suchen und abonnieren. Damit ist jetzt wirklich Schluss. Tschüss und bis zum nächsten Thema in Sachsen.